Ich fall. Oh, was denn? Hab her. Aua! Wo kommt der denn jetzt her? Ah, du dreckiges Mistschwein. Boah. Der war doch nicht down. Oh. Du ekelhaftes. Oh Gott. Ja, wir haben ja genug HP, hä? Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Wir laden mal nach. Oh Gott. Hallo? Ist hier jemand? Hä? Oh, oh. Munition. Oh, sehr schön. Okay, wir sind voll geladen. Wir haben noch ein bisschen Munition. Hier wurde es... Wir gehen mal hier gucken. Ist hier unten was? Nee. Okay. Da läuft wer. Das wäre eine Option. Ja, wo bist du? Okay, der scheint wirklich down zu sein. Also ich weiß nicht. Haben wir irgendwas vergessen? Meine Frau! Ah, du dreckiges Arschloch! Wo kommen die denn alle her hier? Nee! Du bleibst liegen! Der nächste Wichser. Ist der wieder aufgestanden? Alter. Das hat hier einen Verzug. Nee. Bleibst du liegen. Moment. So viel dazu. Ihr Arschlöcher. So, was ist das hier für ein Laden? Hochwertiges Schießpulver. Sehr schön. Hier ist Kraut, oder? Ja. Oh, Kraut. Sehr schön. Wir brauchen Kraut. Kombinieren. Sehr schön. Und Gefahr. Ja, benutzen. Gesund. Okay. So ist sie. Wir müssen hier echt aufpassen. Die kommen hier aus dem Nichts geschossen hier. Ist das hier? Pistolenmunition. Okay, wir gehen mal nochmal zurück in den Raum. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da irgendwas vergessen. Ja. Kann ich da wieder irgendwas? Kite Bros Railway. Da gehen wir gleich nochmal rein. Weil hier dieses mit dem, hier gibt es doch irgend so ein... Das mit diesem Rätsel da halt, ne? Hä? Okay, hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Okay, ich hoffe, wir kommen hier nochmal her. Weil das würde ich mir nicht entgehen lassen hier. Und hier kommen wir, ne? Moment mal, wir sind ja die eine Treppe. Moment, wir gehen mal jetzt die andere Seite lang. Da gab es auch noch eine andere Seite, wa? Da. Gehen wir hier lang. Hä? Hä? Dahinter ist doch irgendwer, oder? Tja, das ist nur ordentlich ausloten. Was ist das hier? Okay, hier ist auch nichts.
Hä? Schießpulver. Nice. Okay. Hier wollen wir auch runterkommen. Toy Uncle. Okay, ich hoffe, die kommen da. Huch! Ich hoffe, die kommen da auch nochmal irgendwie. Moment. Ah! Wir kommen da nochmal zurück irgendwie. Jetzt sag mal. Runter. Moment, hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir doch schon mal. Okay. Dann ist das der Weg zurück. Dann gehen wir jetzt noch. Also irgendwie. Dann gehen wir doch den Weg weiter. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass wir diesen Safe-Knacken verpassen. Dieses Safe-Gedöns da. Hier, die wollen wir noch nicht, ne? Nee. Sehr schön. Grünes Kraut. Okay. Los, Jill. Wir schaffen das. Genau. Hier unten hatten wir alles aus. Na, nee, hatten wir nicht, ne? Da war irgendwas. Es sind mir aber zu viele hier. Ist auch keine Tonne. Wir behalten das hier mal ein bisschen im Blick. Okay. So, gut, dann gehen wir weiter. Ich hoffe aber, dass wir nochmal zurückkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Safe hier ungeöffnet lassen. Ist auch nichts mehr, ne? Ist das ein Schalter? Nee. Nichts übersehen? Ja, schon komisch, oder? Na gut. Weiter geht's. Brett auf! Hier war auch nichts, ne? Okay. Okay. So. Hier geht's dann hier raus. Und runter. Okay. Railway. Hier rein. Ah. Ich trau dem nicht. Ah, es ist so dunkel hier. Oh, noch ein Kugel. Bleib doch liegen! Erschreckt er mich hier? Was ist das hier? Lösch. Ah! Fürs Feuer. Okay. Okay, haben wir mitgenommen. So, was haben wir hier? Ah, das ist wie so ein Aktenraum. Hier ist schon wieder so ein Schloss. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar was? Hm, aus. Benutzen, ja. Na gut. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir dafür so eine Art Schlüssel brauchen. Eine Handgranate. Hui. Aha. Hier. Hä? Da ist auch wieder ein Schloss. Nee. Schießpulver. Nehmen wir mit. Ah, jetzt geht's los mit dem Akten? Was ist Akten? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir könnten höchstens. Da, was war da drin? Löschschlauch. Wegwerfen? Nee. Wir werfen mal das hier weg. Vielleicht können wir das irgendwie. Ah, nee, da stand vollkommen. Okay, okay, okay. Wir haben die Heilung weggeschmissen. Ah, das ist auch komisch, hä?
Wir müssen hier echt gucken, was wir mit dem Platz machen. Nee, nicht untersuchen. Okay. Oh, was haben wir hier? Ist das hier? Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt, für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los, Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir alle heil überstehen. Okay. Schneidet die Kette durch und die Waffe. Schneidet die Kette durch. Schneiden? Kann man nicht einfach durchschneiden? Durchschießen bestimmt auch nicht. Oder? Nee, das macht auch keinen Sinn, so wirklich. Schneidet die Kette durch. Womit denn? Wir haben doch hier nichts zum Schneiden. Na gut, vielleicht finden wir noch was. Okay. Jetzt nichts, ne? Nee. Gut. Den Schlauch haben wir auch. Schneidet die Kette durch. Hier waren wir noch nicht, ne? Oha. So, was haben wir? Das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay. Donuts! Die lassen sich's gut gehen. Keine Reaktion. Ha, scheiß Gerät. Kaltbus Eisenbahnleitfaden. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt ist, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Okay, wir müssen das also ordentlich umstellen auch. Was ist das hier? Schon wieder irgendeine Kiste. Ich brech ab. Was ist da unten? Soll ich den Mini kicken? Okay. Gut, hier ist auch nichts. Dann gehen wir wieder zurück und löschen das Feuer, würde ich meinen. Irgendwo konnten wir das Feuer löschen. So, Moons Donuts. Da. Hier kommen wir nicht lang, ne? Hier waren wir schon mal. So viele Schlösser und wir können die nicht öffnen. Das ist doch Shit. Na gut. Nichts passiert. Aha. Ja, ja, kommt. Ich glaube nicht, dass ihr das tun solltet. Tut mir leid. Auch nicht. Ah. Okay, was haben wir? Oh! Alter. So. Jetzt ist gut hier, oder? Verdammt, der hat mich erschrocken. Oh, da ist ein Hilfespray. Nimm ich mit.
Danke. Meine Güte, ich konnte irgendwie rausgeschossen wie so ein. Wie so eine Pissnelke. Was? Schießpulver? Hier dudelt auch noch irgendeine Pissmusik hier. Was? Pistolenmunition. Okay. So an der Theke gibt es sicher auch nichts mehr. Nee, 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 nee. Nee, da kommen wir auch nicht rüber. Schon wieder so ein Schloss. Ich krieg die Kitchen. Okay, gibt's irgendwas? Oh, was ist das? Schmuckkästchen? Inventar ist voll. Hä? Okay, grünes Kraut nehmen wir mit. Na, Inventar ist voll. Ich weiß halt nicht, was wir da... Wir werden hier mal was aussondieren. Hier. Das Hoch-Extra- Schießpulver hier. Die Handgranate werden wir auch mal verstauen. Normales Schießpulver auch. Erste-Hilfe-Spray. Komm, verstauen wir auch. Vielleicht brauchen wir das später besser. Besser ist auch gut. So, und jetzt können wir das mitnehmen. Schmuckkästchen. Grünes Kraut. Was? Wir können Objekte untersuchen. Untersuchen wir mal. Den Strom in Unterwerk wieder anschalten. Das ist feierlich. Eine Art von Schmuckkästchen. Offenbar befindet sich darin etwas. Huh? Rotes Juwel. Ein falscher Rubin. Offenbar so gefertigt, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann. Irgendwo hineinstecken? Okay. Irgendwo hineinstecken klingt schon mal gut. So, wir speichern hier mal den zweiten Stand. Strom anschalten. Ja, okay. Hände waschen können wir nicht. Sieht doch alles noch ganz gut aus. Ein bisschen was verstaut. Okay. Fällt hier was? Nö. Ich frage mich, ob wir hier so einen Dietrich noch finden oder irgendwie sowas in der Art. Hier war nichts mehr, ne? Moment mal, gibt es hier zwei Eingänge? Das ist der Hinterhof? Nee. Moment, das ist der Eingang. Können wir auch auf der anderen Seite da raus? Da lag was. Das ist mir egal. Ich bringe jetzt alle um. Okay, lebt hier noch irgendwas? Okay. So, da war nichts. Da sind wir hochgegangen. Aber hier irgendwo in der Ecke lag, glaube ich, irgendwas. Hier. Oder? Hier. Schießpulver. Okay, da geht's nicht weiter. Ich glaube, wir haben gut Munition verschwendet jetzt. Aber da war tatsächlich nichts zu machen. Okay. Hier? Nö. Da gibt es auch nichts. Gut. Und dann wieder zurück. Wo war denn die Feuerstelle? Moment mal. War die nicht da oben irgendwo? Toy Uncle Super Shop. Wir gehen mal gucken, ne? Da ist das Feuer. Da ist auch Feuer. Wo sagte sie Feuer ausschalten? Ah.
Oh. Sag mal. Bleib doch liegen. Sag mal. Mit ihm nicht. So, das ist aber gut. Ey, sag mal, Kollege. So, jetzt aber. Meine Güte. Jill ist in der Stadt. Jetzt ist die Stadt wieder sicher. Hier. Okay. Benutzen. Ja. Gut. Okay. So, das Feuer. Das Feuer ist auch gut. Das Feuer haben wir schon gelöscht. Ah, Repair. Gucken wir mal hier rein. Hallo? Ah! Guck mal. Hä? Achso, das zum Speichern? Bolzenschneider! Oh, du bist mir willkommen. Und wie? Ist jemand hier drin? Das geht nicht, ne? Nee. Okay, wir werden sehen, wer da drin ist. Können wir noch irgendwas aussondern, was wir nicht brauchen? Wir nehmen mal das wieder zurück und kombinieren das und das. Kombinieren. Genau. So. Alles gut. So, dann machen wir das Brett mal auf hier. Hä? Hi! Wer ist hier? Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht! Eieiei. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, nein, 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 bitte! Hä? Was ist... Wer... Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Hä? Was ist das für eine Pissnelke? Vielleicht. Vielleicht. Der Bär war vielleicht... Oh, fuck. Trainingsprotokoll. 12. Juli... 12 Runden im Hof. Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job? Keine Ahnung, wie die meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden. Aber ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Allemal besser, als den Rest meiner Tage hinter Gittern zu verkacken. Ich muss wieder in Form kommen. Bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp der UBCS gebracht worden, wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe. Hab ein stehendes Ziel auf dieser Entfernung um 5 Zoll verfehlt. Das passiert doch mir doch nie. Ist, als ob ich alles vergessen habe. Aber egal, ich werde da schon passen. Wird schon wieder. Pass nur auf. Okay, ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runterbekommen. Fühlt sich verdammt gut an. Nach dem Mittag hatte ich mein erstes Übungsgefecht. Der Captain und die anderen sind gute Jungs, aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath. Er hat mich als menschlichen Schild benutzt, nur um ein paar Extrapunkte einzustreichen. Murphy ist zurück, Leute.
Ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen. Morgen geht meine erste Mission los. Straßengewalt in Raccoon City eindämmen. Ich glaube, Jimmy hätte das gefallen. Mein Bruder war immer der Erste, der Leuten geholfen hat, bis ihn mir diese Straßenrowdies weggenommen haben. Jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun. Auf die einzige Weise, die ich kenne. Tja, nun liegst du tot hier rum. Verdammt. So, von da kommen wir. Ich hoffe, wir kommen noch irgendwie zurück, dass wir das alles aufschließen können. Oder wollen wir zurück? Pass auf, wir gehen mal zurück und holen uns die Flinte. Würde ich mal meinen. So, mach das Brett auf. So, die Flinte. Na. Ah, die holen wir uns. Was wir haben, haben wir. Ich weiß halt nicht, ob wir hier nochmal herkommen, ne? Wenn die Story sagt, nein, es geht jetzt weiter, dann haben wir ein Problem. Nee, hier war das gar nicht. Na. Moment. Nee, das war glaube ich zur anderen Seite raus. Ne? Ah, ich glaube hier war das. Oh Mann, Raccoon City. Ich hasse Raccoon City. Alles Lümmel hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, war das hier? Ja. Okay. So, machen wir mal auf, das Ding. Hi! Sehr schön. M3 Flinte. Sehr schön. Haben wir zwar kaum Munition, aber was soll's. Hier kommen wir wohl erstmal nicht ran. Sehr schön. So. Ich denke mir einfach mal. War hier nochmal was? Was zum Aufschließen? Ah. Nee, das war nur wieder so ein Koffer. Mit so einem Dietrich. Hm? Hört ihr das? Da komme ich aber auch nicht hinter. Okay, ich nehme an, dass wir die Dietriche noch finden werden. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Genauso wie wir... Verrecke! Meine Fresse! Bitte, geht doch. Kommt ihr auf einmal her? Von hier? Das Brett auf! Ha! Wir kommen wohl von überall hier, die Lümmel. Genau, da haben wir das Feuer gelöscht. Na gut. Wir denn jetzt noch mal stehen geblieben? Das war... Nee, Moment. Da, genau. Er ist aber gut hier jetzt. Mal gucken, was uns da noch alles verfolgt. Denn... Flinten-Uschi ist unterwegs.